Morgen ist ein ganz, ganz spannender Tag, Herr Moring. Es geht darum, den Fahrplan vorzustellen. Wie geht es weiter in der CDU? Wie wird ein neuer Chef gewählt? Ihre These. Vor 504 Jahren hat Martin Luther in Wittenberg seine 95 Thesen an die Wand geschlagen. Und ich glaube, das Thema Reformation und CDU, das passt jetzt so richtig gut zusammen. Am Wochenende gab es die Kreisvorsitzendenkonferenz und erstmals hat diese Runde entschieden, dass die ganzen Mitglieder befragt werden sollen in der CDU, wenn es darum geht, wer wird neuer Parteivorsitzender. Entscheidend tut das der Parteitag, aber dass alle 400.000 CDU-Mitglieder gefragt werden, das ist wichtig. Und wenn wir jetzt Reformation machen wollen, dann brauchen wir quasi einen Martin Luther für die CDU, der mit seinen Thesen für die Erneuerung, für die Umgestaltung der christlich-demokratischen Union sein Wort macht, unter dem sich alle versammeln können. Ich habe mir 10 Thesen ausgedacht, über die kann man besprechen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Prozess anzugehen. Diese Volkspartei CDU wird gebraucht in der Demokratie in Deutschland. Aber sie muss sich selbst erneuern und muss die Kraft haben, nach vorn zu schauen. Das unterschreibe ich sofort, was Sie sagen. Wenn Sie aber jetzt mal hinschauen, was gerade heute wieder passiert. Es gibt lauter Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen. Wenn ich das richtig sehe, ist keiner aus einem anderen Bundesland dabei, der gerne auch Vorsitzender werden möchte. Die sitzen zusammen und versuchen auszukungeln, wer Vorsitzender wird und wer ansonsten in der erweiterten Parteiführung irgendeine Funktion übernimmt oder vielleicht sogar Fraktionschef neben dem Parteichef wird, wie auch immer. Das ist doch die ganz alte CDU. Die ist ja noch älter als die vorangegangene. Also wir haben ja zuletzt Entscheidungen auf Parteitagen erlebt, wo mindestens zwischen 2, wenn nicht sogar 3 Kandidaten gewählt werden konnte. Jetzt versuchen die also herzustellen, einen Zustand, wo einer ausgeguckt wird und die anderen alle dazu nicken. Das ist doch nicht die neue CDU, oder? Nein, die neue CDU soll daraus bestehen, dass nicht ein Mann eine Frau von wegläuft, sondern dass eine Mannschaft sich zusammenfindet und sagt, wir haben jetzt eine Idee, wie wir gemeinsam erstens die Breite der Volkspartei verkörpern können, aber gleichzeitig eine Idee haben, nach vorn zu schauen. Diese alten Kämpfe, die Belastung der Personaldebatten der letzten 2 Jahre hat ja die CDU erst so weit in den Keller getrieben. Und die Erfahrung daraus ist, man muss die Mitglieder beteiligen, sollte man auf jeden Fall tun, muss der Bundesvorstand morgen beschließen. Aber dann ist es auch gut, wenn es eine Teamlösung gäbe, wo eine große Mannschaft eben nicht nur NRW, nicht nur Männer aus Nordrhein-Westfalen, sondern aus der Breite der Partei, von den Strömungen der Christlich-Liberalen, der Konservativen, der Christlich-Sozialen, der Liberalen und der Konservativen dabei sind. Ost und West berücksichtigen genau wie Nord und Süd. Wenn das gelingt, dann ist das eine Mannschaft, die funktionieren kann. Und dann, wenn sie nicht nur über Personal redet, sondern endlich sich um Inhalte kümmert. Klar macht, die Mitglieder werden auf Dauer beteiligt, nicht nur jetzt einmal, wenn es um den Vorsitz geht. Sie kümmern sich um die Probleme der Leute. Sie reden eine klare Sprache. Sie finden einen Bundeskonvent, wo man den Kanzlerkandidaten gemeinsam beteiligen kann. Und sie schauen darauf, dass sich als Schwesterpartei nicht mehr streiten, sondern die Fenster zumachen und dann klärend nach draußen geht. Wenn man das alles tut, dann hat die Union eine gute Chance für die Zukunft. Aber den Martin Luther, den Sie gerne sehen wollen, den gibt es nicht in der CDU. Das wird, ja, aber vielleicht gibt es ihn ja doch. Ich glaube, ich würde ihn nur gerne wissen, welchen Martin Luther sehen Sie denn? Sie haben ja gerade von klarer Sprache Ich glaube, es gibt gesprochen. Nur Mönchlein in der CDU, das ist das Problem. Aber welches Team aus Mönchlein sehen Sie denn? Dann gibt es ja auch noch ein paar Nonnen, wenn man das schon das Bild vollständig machen will. Ja, also Herr Moring, was ist denn Ihr Team? Sie wollen ja eine klare Sprache, also sprechen Sie bitte Klartext. Sehen Sie vorne? Ich glaube schon, ich bin ein Freund von dieser Teamlösung. Da müssen sich die Leute um Carsten Lindemann, Friedrich Merz und Jens Spahn auch zusammenfinden und müssen eine Lösung anbieten. Ich glaube, dann kann das funktionieren. Und da muss man in die Breite der Partei gehen. Es gibt eine große Sehnsucht, dass die Mitglieder mitreden wollen, aber dass es eben auch eine Idee gibt, wie diese Männer sich jetzt vorstellen können, wie die Zukunft dieser Union aussehen kann. Und dann muss Schluss sein mit den Debatten. Einmal ganz klar, weil es immer um die Teamlösung geht. Das haben Sie jetzt gesagt. Wenn wir die Namen uns anschauen, Frau Tönnies, stellen wir fest, gar keine Frau dabei. Ist das ein Problem? Ist die CDU für Sie eine attraktive Partei eigentlich ohne eine Frau im Spitzengremium? Also, um mich persönlich geht es da gar nicht. Ich glaube, in dieser ganzen Personaldebatte legen wir viel zu viel Fokus auf die einzelnen Individuen und gar nicht auf das Programm, was die dann fortführen wollen. Genau. Und das sehe ich auch jetzt in den letzten 2, 3 Wochen wieder. Es geht wiederum nur, wer die meisten Fürsprecher für sich gewinnen kann, wer wen. Gut, aber eine Partei braucht natürlich, gerade wenn sie in der Opposition ist, braucht sie natürlich eine Galionsfigur, ein Martin Luther, wie Mike Moring das gesagt hat. Und trotzdem nochmal die Frage, Herr Moring. Also, wen möchten Sie als Parteichef haben? Das müssen die 3 mit sich ausmachen. Sie? Ganz entscheidend ist, weil Sie Frau Tönnies zu Recht gefragt haben, die Mannschaft besteht nur dann, wenn sie eben auch in dieser Breite
Frauen mit abbildet, wenn sie junge Leute abbildet, wenn sie die Zukunft schaut, wenn sie die Erfahrenen mitnimmt, Ost und West und Nord und Süd genauso berücksichtigt. Das müssen die drei auf ihren Schultern leisten. Und deswegen ist die Mannschaft nicht nur aus diesen drei Leuten bestehen, sondern sie müssen ein komplettes Führungsteam anbieten, was sie der Partei vorstellen wollen. Wohin geht's lang auf einem Parteitag, der hoffentlich noch in diesem Jahr stattfindet. Ich finde, und das müssen die miteinander verständigen. Und das ist ein Prozess, da bin ich ja bei Ihnen, das darf nicht das Hinterzimmer sein. Das darf nicht nur Eindrücke wecken, die alte CDU macht schon wieder weiter. Sondern sie muss die Möglichkeit geben, dass darüber auch die Partei abstimmt in ihrer Gesamtheit. Ich finde, Sie und Ihre Parteifreunde im Osten müssen sehr viel klarer und lauter sagen, dass da auch der Osten Berücksichtigung finden muss. Denn der ganze Wahlkampf hat sich völlig am Osten vorbei entwickelt. Das Programm geht vorbei. Es wird über die Frage von Wohnungsnot im Westen geredet. Die gibt es im Osten gar nicht. Da stehen Häuser leer, da müssen Häuser abgerissen werden, weil es eine Landflucht gibt und in die Städte hinein oder sogar in den Westen. Also die Problemlage ist völlig unterschiedlich. Und der Osten spielt in der Wahrnehmung des Westens, in der CDU, aber auch darüber hinaus, überhaupt keine Rolle mehr. Er hat also die Frage gespielt. Die Zeit gekommen, wo ihr mal sagt, ohne uns geht jetzt hier nichts mehr. Frau Tönnies hat gesagt, oder? Sie brauchen ein Programm. Ja. Sie wollen mehr das Programm als die Figuren. Korrekt. Also ja. ich sehe es einfach gerade nicht, wie wir da eine starke Durchsetzung. Ich für mich sehe auch nicht, wie sich da ein starkes Team herauskristallisiert hat in den letzten zwei Wochen. Somit würde es wirklich darum gehen, welches Team hat die Offenheit, um wiederum ein Parteiprogramm anzuführen, das dann wiederum integrierend wirkt, dass die offenen Meinungen zwischen Ost und West mit aufnimmt. Aber dann nochmal konkret, auch sage ich mal als Jungwähler, die ich ja immer noch bin, an Sie, wofür wären Sie denn dann? Jungwählerin. Ja. Selbstverständlich. Also ist ja ganz klar, wir müssen endlich aufhören mit diesen Personaldebatten. Diese zwei Jahre haben die Partei gelähmt. Sie diskutiert nicht mehr über Inhalte. Deswegen weil sie machen wir jetzt Schluss mit der Debatte und sagen, und jetzt Sie haben zweimal fürs falsche Personal entschieden, muss man sagen. Ja, das ist eine Frage, wenn so ein Parteitag entscheidet. Das Problem ist eher nicht die falsche Entscheidung, sondern die Entscheidung, dass man nicht vertraut hat und hinter jemand gestanden ist, den man gewählt hat, sondern kaum nach der Wahl schon wieder in Frage gestellt hat. Parteien leiden darunter, wenn sie ihrem eigenen Führungspersonal nicht vertrauen, wenn sie dem nicht zutrauen, wenn sie sich streiten, dann wenden sich die Leute ab und Unionswähler wenden sich erst recht ab. Und wenn wir Inhalte brauchen, wenn wir nach vorne schauen wollen, wenn es darum geht, wie kann dieses Land vorangehen, dann muss die CDU eine Alternative bieten zu dem, was die Ampel sich derzeit anbietet. Wenn der falsche Finanzminister drankommt, geht es um die Schuldenunion in Europa. Wenn die Grünen sich durchsetzen bei den Ampelverhandlungen, da geht es um eine neue Flüchtlingspolitik, da geht es um eine neue Asylpolitik. Wenn die sich durchsetzen, so wie sie derzeit verhandeln, spielt der Osten keine Rolle, bin ich ganz bei Herrn Jörges. Dann findet noch weniger Osten statt, als vorher Osten stattgefunden hat. Also werden Sie einfach zur Anti-Ampel-Partei? Nein, die darf nicht. Wir müssen zur Alternative zur Ampel werden. Wir müssen die bessere Regierung sein, auch in der Opposition. Das ist die Verantwortung, die Union hat. Die Union hat immer das Verantwortungsgehen in sich drin. Die braucht eigentlich immer sozusagen die Mitgestaltungsoption. Ich finde, der Osten in der CDU muss sich ein Stück weit selbstständig machen. Das stimmt. Eigenständige Positionen formulieren, eine eigenständige Politik in den Ländern betreiben, so wie das andere ja auch schon tun in den westlichen Ländern. Will es jetzt nicht näher umreißen, Bayern ist schon immer so gewesen. Es muss einfach jetzt ein Erwachsenwerden der ostdeutschen Landesverbände geben. Am Ende muss man doch sagen, ist das ein Scherbenhaufen, den Angela Merkel hinterlässt. Also sie hinterlässt eine Partei, sie tritt ab, hinterlässt eine Partei in Trümmern und sie ist eine Ostdeutsche, aber sie hat es nicht geschafft, offenbar diesen Punkt zu machen, zu sagen, ich gebe auch den ostdeutschen Verbänden eine eigene Identität und ich gebe überhaupt der Partei ein Sprungbrett, sich auch selbst zu modernisieren und dann in eine neue Zeit zu gehen. Das hat sie sträflich. Ja, die Partei muss wieder lernen zu diskutieren. Sie hatte in diesen Regierungsjahren, diesen anderthalb Jahrzehnten vergessen zu diskutieren. Das haben Sie ja gut angesprochen. Das ist genau der Punkt. Eine Partei lebt davon, dass sie Diskurs führt. Das Führen wieder miteinander bespricht. Das ist nicht Streit, sondern es ist die Debatte um die beste Lösung. Und das hat die CDU verlernt. Und das muss sie lernen. Dann hat sie auch eine Chance wieder, dass die Inhalte wahrgenommen werden. Aber wer nicht über Inhalte diskutiert, dessen Inhalte werden auch nicht wahrgenommen. Und wir müssen auch mit der Ampel, aber mit uns selbst auch ringen, was ist die beste Lösung. Und ich bin bei Ihnen, der Osten muss eine deutlichere, klare Sprache finden. Er muss Klartext formulieren. Und er muss, wenn er eine Chance haben will, sich auch stärker vernetzen. Wir sind auf so einem Bundesparteitag ungefähr 10% der Delegierten. Von dem Rennsteig bis zur Ostsee. Da finden wir nicht statt, wenn wir nicht die Unterstützung aus Westverbänden bekommen. Ich bin im Bundesvorstand, war im Bundespräsidium der Partei. Das ist nur gelungen, weil mir die Freunde aus den
anderen Verbänden. Ihr müsst euch in euren Ländern selbstständig machen. Darf ich noch einen Satz zu Angela Merkel sagen? Dürfen Sie? Und die Frau ist 2018 aus dem CDU-Vorsitz ausgeschieden und in diesem Moment hat sie die CDU aufgegeben. Sie hat sich für die nicht mehr interessiert und es ist geradezu zynisch, wenn sie heute sagt, CDU-Parteivorsitz und Kanzleramt gehören in einer Hand, dann hätte sie ein halbes Jahr später auch als Kanzlerin gehen müssen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Wer wird aus Ihrer Sicht, wer macht das Rennen jetzt? Ist vollkommen offen. Nein, wir fangen an bei Herrn Jörges. Wer wird neuer Chef, Herr Jörges? Ich wünsche nicht, dass das... Sie sollen sagen, wer es wird. Dass es nicht Friedrich Merz wird. Ich kann keinen ausgucken. Gut. Ehrlich gesagt, ich würde mir unter den gegebenen schlechten Lösungen dann noch die Lösung sparen wünschen, der ist wenigstens jung. Philipp Piatow. Wer wird CDU-Chef? Es läuft alles auf Friedrich Merz hinaus. Ja, leider. Frau Tönnies? Ich schließe mich dem an, aber ich glaube auch, oder die Medien auch eine ganz andere Aufgabe haben, die Person nicht so zu überzeichnen, sondern wirklich mal wieder die Inhalte glänzen zu lassen. Und das finde ich ein großes Problem. Sie sagen Friedrich Merz und Sie sagen auch Friedrich Merz. Einer von den dreien wird es werden und muss den anderen mitziehen. Aber lassen Sie mich einen Satz noch sagen zu Angela Merkel. Die hat am Wochenende ein spannendes Interview gegeben, weil sie noch mal zu ihrer Rede vom 3. Oktober was gesagt hat. Und sie hat anerkannt, dass sie zu wenig die Ostdeutsche war, als Kanzlerin für Gesamtdeutschland. Und tatsächlich, das kann man eigentlich bilanzieren, wenn sie das stärker herausgestellt hätte mit dieser Biografie, die sie hat und die sie auszeichnet, hätten sich mehr Leute auch über die Jahre hinweg ihr verbunden gefühlt. Das ist ihr aber nicht Angela Merkel. Gegeben, Angela Merkel. Immer wieder Leute Herr, gesagt, könnt, Herr, sie hat es nicht Herr Jörges, ich muss da einmal dazwischen grätschen. Was sagt der Politikchef von Bild, wer wird's? Friedrich Merz, aber ich lag auch schon mal falsch. Gut.